Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Need for Speed Hot Pursuit 2 auf dem PS2-Emulator mit dem Christian, meine Wenigkeit. Und wir fahren jetzt hier im Superrennen Meisterschaftsmodus Event Nummer 9. Wir müssen jetzt ein Turnier fahren und besteht aus 5 Rennen an 5 Orten. Und wir können entscheiden, ob wir den Jaguar XKR oder den deutschen M5 fahren. Wir sind Verräter und fahren den britischen, weil der M5, ja, wie gesagt, der fährt sich ja wie ein Schiff auf dem Trockendock. Kann ich nicht gebrauchen. Deswegen fahren wir den XKR Coupé. Der ist ein bisschen wendiger und von daher auch besser eignet für die ganzen Strecken. Wir fahren wieder in Schwarz. Extreme Tendling. Und ja. 5 Strecken müssen jetzt hier fahren werden. Und ja, bin mal gespannt, wie wir uns hier anstellen werden. Das wird jetzt wohl eine Zeit dauern. Aber ich denke mal, werden wir schon schaffen. Wir werden mal gucken, ob ich hier die 50 Punkte komplett abräume. Man kriegt ja mal 10 Punkte pro erster Platz oder pro Pole Position. Ich bin mal gespannt. So. Wie lange wir jetzt hier brauchen. Ja, wir haben also immer 2 Runden. Ich schätze mal, den Part werde ich teilen müssen, weil wir wirklich so viele Rennen haben und jeweils 2 Runden. Wo für eine Fahrzeit von 4 Minuten kommen, also ja doch, vielleicht bisschen 5, ja doch, das könnte ich in dem Video schaffen, wenn alles glatt läuft. Also versuchen wir einfach mal. Und jetzt zu dir in dem Video rückpacken oder ob ich jetzt teile. Schauen wir mal. So. Oh, ein bisschen konzentrieren hier gerade. Die haben uns ja gehört, mich der Typ vorhin wegdrängen wollen, aber diesmal habe ich genug Vorsprung. So, wunderbar hingekriegt. Aber jetzt hängt uns wieder an der Backe, die Saftsäcke hier. Komm, schön in der Spur bleiben. Jetzt mit BMW wäre ich hier so dicht und hell, welche so mit hell Sprung mit dem Ding. Also, da fang lieber den hier. Und Vorsicht! Da ist auf jeden Fall eine Kante, die man lieber nicht mitnehmen sollte, zu versuchen. Er hätte jetzt ja auch weiter rechts fahren können, aber er wechselt lieber auf die Straße. Und wir haben gerade Besuch hinter uns. Da nähert sich einer von 6 Uhr, wie man so schön sagt. Ja, fahr jetzt nicht. So, wir sind in der zweiten Runde. Es geht in den Endspurt sozusagen. Für das erste Rennen. Wir könnten auch durch die Ruinen fahren, mache ich jetzt aber nicht, weil mir das zu umständlich ist, das bringt nicht viel. Ja, und Oller Egon hier hinter mir, der lässt mir natürlich nicht locker. Den scheiß BMW. Na komm, nimm deine komische Schrottkarre und verpiss dich, Alter. Ja, und jetzt steht fest, wenn der Deutsche mit seinem BMW jetzt vor Ort ins Ziel fährt, ist klar, dass wir als Engländer Deutschland angreifen müssen. Kleine Déjà-vu mal für alle Geschichtsfreunde hier an dieser Stelle. So. Alter, Kollege, versau mir meine Anfahrt hier nicht, du Potsau! Was hast du davon? Pech gehabt. Wir gehen die Mitbänger an. Wir hatten Kriegsschiffe.
Unsere Stärke war der Seekrieg. Obwohl, sie sind ja auf Land mit Autos. Na gut. Ach, schon echt krass, wie hartnäckig der gerade war. Alter Falter. Ich will jetzt hier meine ersten 10 Punkte abräumen, ja, und... Der Typ will mich daran verhindern, will mich daran hindern, ey. Ich spinne. Okay, mal hier zwischenspeichern, man weiß ja nie. Ich war immer wieder, kann ich nur sagen. Weißt du, die Fässer bleiben einfach da liegen, wo sie hingeschossen wurden. Das ist total geil, dass das Spiel sich das merkt, ey. Und da haben wir gleich geschafft, wir sind ja im Ziel. Ja, wir haben es geschafft, die ersten 10 Punkte gehören uns. Weiter geht's mit dem nächsten Rennen, 2 von 5. Du hast die Need for Speed Edition des Aston Martin Vanquish freigeschaltet. Oh, cool. Das gefällt mir. Können wir jetzt aber noch nicht fahren. So, oder den Zwischenspeicher machen, wenn der nächste Rennen jetzt hier anfängt. Achso, ja, da haben wir schon gehabt. Jetzt fahren wir hier wieder an dieser Wüste durch die Gegend. In dieser, naja, Wüste ist ja nicht gerade, aber diesen herbstlichen Streckenabschnitt hier. Oh, jetzt ist also quasi rückwärts. Okay, das ist natürlich. Und Egon will natürlich wieder meine Pole Position haben, aber kann er vergessen. Wir fahren wieder durch die Herbstlandschaft hier und dann diesmal sehr rückwärts. Ob ich jetzt weiß, wo die Abkürzungen waren. Aber rückwärts an die Strecke kann ich mich so gut gar nicht mehr erinnern. Okay, da haben wir eine Abkürzung gefunden, die ich jetzt wohl übersehen habe. Scheiße. Aber das macht nichts, wir haben noch eine Runde. Alter, wie die mich hier ausbremsen, ey. Wahnsinn. Der BMW hier, Alter. Das ist diesmal Hans Werner, der mich hier versucht abzudrängen. Weil der hat ja einen roten BMW gehabt. Der grüne BMW, der war vorher auf den Sack hin, war ja Egon. Der war jetzt Hans Werner. Ich ging aber noch einen anderen Typen haben, der einen BMW hier fährt. Ich glaube, wenn ich das nicht ganz falsch liege, jetzt hier geradeaus weiter. Genau. Perfekt. Na gut, dass ich jetzt zeige, wann die Knalle war klar. Da war ich aber gerade ziemlich schnell. So. Okay, und hier kann ich bestimmt jetzt wieder am Ende des Zauns hier abkürzen. Hätte ich jetzt auch locker am Stellen rechts vorbeifahren können. Oh, du Stück Scheiße, Alter! Ich wollte da gerade wegfahren, du Arschloch! Du Arsch! Alter! Ich wollte gerade rechts abbiegen. Und die blöde Drecksau schiebt mich da beiseite, Alter. Ich glaube, ich spinne. Zwischenspeicher nochmal. Und jetzt hier geradeaus weiter. Natürlich bleibt Ego wieder hinter uns, das war ja klar. Also erste Runde gleich schaffen, sind wir hier am Ziel. Geht doch. So, hier haben die anderen gerade von irgendwo abgekürzt. Ich habe jetzt völlig vergessen. Aber ich glaube, jetzt sehe ich es. Nee, oder auch nicht.
Ihr wartet nicht. Hier wartet, nee, hier wartet auch nicht. Wo zum Teufel haben die von abgekürzt, Alter? Ich weiß, dass ich gerade irgendwo war, aber ich... Ach, hier! Na klar, hier wartet. Wartet war nicht schlecht, gerade durch sozusagen. Haben wir ein paar Millisekunden rausgeholt hier, aber die kriegen wir sowieso gleich wieder am Hintern, die Säcke. Ich hoffe, dass er mich diesmal nicht wieder wegdrängt. Ich will da wirklich rechts lang am Zaun lang und dann nehme ich da runter mitten durch die Pampa da. Ja, der hat mich gerade wirklich ganz bewusst weggedrängt, ey, die dumme Sau. Jetzt hier geradeaus wieder weiter. So, hier ist ja ein Team. Ach, da ist die Hupe auf Kreis. Alles klar. Jetzt hupe ich zurück, du Arsch, wenn du mich nochmal anhubst, Alter. Also die ballern sich gerade allerdings aus dem Weg. So, ich hoffe, dass der mir das nicht versaut hier. Ich will den nämlich... So. Genau. Zack, so runter. Und dann hier... Naja, gut. War jetzt nicht so perfekt, aber... Immerhin konnte ich wieder ein wenig Zeit hinausholen. Oder rausholen. Hat das super hingehauen. Na ja, gut, bis auf die Mauerkracher, der war jetzt nicht so besonders, aber gut. Fakt ist, dass wir Erster sind, das reicht ja wohl aus. Ah, okay, hier. So, schauen wir mal, ob, wenn ich jetzt hoffentlich richtig liege, fährt der Typ gleich wieder irgendwie dann nach rechts auf der Straße weiter, wenn wir geradeaus durch die Scheune weiter oder an der Scheune vorbeifahren. Jawohl. Typ ist Verlass. So, damit hätten wir im Sack. Zweite Rennen neu geschafft. Sehr schön. Alter, das war, also da hat die, Alter, die blöde Drecksau, Alter. Wir bei der ersten Kurvenfahrt schön versaut, Alter. Du Ochse, Junge. Verprügel deine Mama, Alter, wenn du das immer machst. So. Ja, die Rocky Canyons, genau, da war ja noch eine Strecke, die wohl noch nicht gefahren sind. Jetzt fahren wir die Strecke mit der Brücke, die wir gerade eben hatten mit dem Jaguar, ne, mit dem Zeitrennen und dem Opel Dingens hier. Die fahren wir jetzt wieder rückwärts. Und diesmal ohne Verkehr. Und Egon will mal wieder hier sich beweisen, indem er mir zeigen will, dass er die dickeren Eier hat. Ich kann aber vergessen, ist nicht. Schön wunderbar durchziehen. Alter, bleib doch mal hier. Na gut, dass mich Ego jetzt überholt, war klar. Der war jetzt astreine Drifter, der kriegt keine Punkte dafür. Scheiße. Das kann ich auch mal, mal voll hupen, du Affe. Jetzt zeig echt Hupe hier vor, du Drecksau. Hupe halt jetzt auf Kreis. Hier kann ich auch, du Arsch. Mit Ohren. Hier, also mal wetthupen hier. Wer ist denn lauter? Du da Ecke. Diesmal ist jemand ganz schön fix unterwegs, Junge. Das müssen wir verhindern. Ja, geht doch. So. Klebt mir so eine Backe, Alter. Wahnsinn.
Halt's Maul! Egon will wirklich dessen kleine Mami verprügeln. Na gut, keine Ahnung. Muss er mich nur noch mal überholen. Kriegen wir jetzt hier nochmal die Abkürzung da. Oder die Einfahrt dazu. Hier irgendwo nach den komischen S-Kurven müsste die Einfahrt am Strand irgendwo sein, wo es den Strand runtergeht. Kette genommen. Irgendwo hier wartet. Ich glaube, hier vorne wartet. Genau, da ist es, genau. Jetzt schön hier langfahren. Ja, so rum beherrsche ich die Abkürzung besser, aber wenn ich jetzt von oben komme, also aus der anderen Richtung, dann passt mir das nicht. Komischerweise. Nein, du Arsch, verpiss dich! Meine Punkte! F1, so, speichern. Da wird der Krach jetzt meine Karre, wenn ich hier durch die Palmen durchfahren will. Oder zumindest durch die Palmenabstände hier. Versammel dich jetzt nicht, du. So. Muss ich gerade ein bisschen konzentrieren, weil dieser scheiß Egon hält mir richtig auf die Ketten gerade. Der lässt aber nicht locker. Der will unbedingt meine 10 Punkte haben, aber den kann er vergessen. Geh weg in deine Suppe spucken, du Freak, Alter. Oh, Vorsicht, Christian, Rolle Egon, der beißt sich gleich wieder deine Einhänderkupplung fest. Das wollen wir natürlich nicht. Wollen wir mal hier Zwischenspeicher machen, sonst muss die ganze Kippe nochmal machen, da geht er los drauf. Egon, bleib hinter mir! Du hast nicht die Erlaubnis, mich zu überholen. Weil du nicht so dicke Eier hast wie ich. Oh, jetzt muss ich bereits stark abbremsen, sonst weg jetzt voll die Palmedonat hier. Und ich jetzt wieder unten am Strand lang. So. Nochmal F1 für alle Fälle. Und überholt er uns oder schaffen wir es? Wir haben geschafft. Jo, war knapp. Also Egon hat sich ganz schön an uns rangehangen. Jetzt im BMW M5, aber... Du führst das Turnier an. Wir haben es trotzdem geschafft. So, jetzt kommt das vierte Rennen. Regt mir eine Irre. Vier von fünf, genau. Alles klar, die Strecke ist bekannt. Und ja. Kick mal, Egon und Angela fahren da vor mir. Warum fahren wir ausgerechnet diese Bahn an, jetzt wollen?
Ja, wird Zeit, dass wir hier Madame und Madame Patachon, wie man das nennt hier, und Herrn sowieso hier mal richtig ordentlich die Debit lesen und unsere Position wieder zurückholen. Ach, scheiße. Das war jetzt nicht geschafft. Komm, ich hätte es kriegen. Man kann ja alles haben. Nächste Runde versuchen wir nochmal auf Neues. Da haben wir schon mal den erwischt. Da vorne fährt Eva mit seinem grünen BMW. Und Angela ist, ja, nicht mehr da. Hat zumindest nicht in Sichtweite. Mann, Alter, das dauert aber auch immer ewig lange, die Karre wieder zu berühren, ey. Alter, Alter. Warte mal, Kollege, stehst du da vorne, dich krieg wieder. Denk mal nicht, dass du hier erst ein Wurst, Freundchen, dann kannst du der mal kriegen. Der wird unbedingt wissen, der Affe. Aber ja, noch eine Runde. Das schaffen wir. Alter. So. Na, schaffen wir noch die Runde oder wahrscheinlich erst an der nächsten, wie das aussieht. Den zu überholen. Denk mal, du musst jetzt mal vor mir durchs Ziel fahren. Was ja wahrscheinlich ist. Aber denkt man nicht, dass das in der nächsten Runde so sein wird. Ja, hätte ich jetzt die Bande nicht mitgenommen, hätte ich geschafft, um mich auch zu überholen, aber na gut. Na warte mal, Freundchen. Ich kriege. Den verkackt mir wieder 5 da vorne. Egon, du alter Saftsack. Machen wir hier F1. Weil ich will jetzt nicht die Einfahrt verpassen. Wie aus könnt ihr nicht da wegtrinken? Ne, wir haben es diesmal aber geschafft. Schauen wir mal, ob wir es halten können. Oh, Alter. Karre, bleib doch mal gerade hier, verdammt! Mann, der fährt ja wie frohe Eier hier gerade. Alter, Alter, wie schnell ist denn der Wichser? Mann! Wieso kann man den Karren nicht ruhig halten? So, Zwischenspeichern. Jetzt heißt es, ich kämpfe um die Pole Position, mein Freund. Was ich kriege, ey. Das ist ja wahnsinnig schnell unterwegs ist, Alter. Ich hab immer Angst, wenn ich abbremse, dass der mich da wieder überholt oder so, weil die scheinen ja alle mit der vollen Geschwindigkeit in die Kurven fahren zu können, ey. Alter, muss mich noch einmal an, bring dich um die Fotze, Alter, als recht mit, aber. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise jetzt. Werd langsam ein bisschen sauer hier. Nein, du bleibst schön hinter mir, Kollege. Nein, fick dich, Alter, nischt es! Spinne, Alter! Nix ist! Vergesset! Meine Pole Position kriegst du nicht! Stück Scheiße! Mann, das ist doch nicht wahr, Alter! Jetzt fällt mal hier oben nach, mal gucken, was passiert.
Nee, verhässelt. Die kriegt, Alter, wie, ey, guckt euch das an, wie schnell der ist, Alter, das kann doch nicht sein. Alter Falter! Meine Fresse! Junge, ey, das ist ja Wahnsinn, ey. Du bist Erster. Alter Falter. Ich komm mit der Karre nicht klar und der fährt hier mit 3000 Klamotten um die Kurven oder was? Alter. Ist ja fast schon unfair, Alter, wie der weggezogen ist, ey. Da kann man ja nicht gewinnen. So, neue Strecke. Jetzt fahren wir durch die Rocky Mountains, wie das aussieht. Da sind sie wieder, bitte. Ey, Angela, pass mal, du machst hier, um mich wegzudrängen. Sonst wehr ich mich. Na ja, gut, wenn ich jetzt 40 Punkte, meine, das Turnier habe ich eh schon gewonnen, aber war abgesehen, aber... Der Typ geht mir gerade richtig auf den Sack, Alter, mit seiner scheiß grünen BMW-Karre hier. Alleine nur deswegen bin ich gerade so angepisst, Alter. Weil der immer mal extrem nervig ist. Ah, da war jetzt eine Abkürzung gewesen, aber die frage jetzt nicht. Die kriegen wir uns mal später an. Ja, da war jetzt eine Abkürzung gewesen. Jetzt kommt hier vorne rausgedonnert. Aber hat ihm diesmal nichts gebracht. Aber hier kann man abkürzen. Gut, dass da jetzt noch eine Kante war. Warte mal, hier im Tunnel war auch eine Abkürzung. Da konntest du auch schön abkürzen hier. Fährst du nämlich geradeaus durch. Genau, hier kannst du nämlich durch. Bam. Weg mit dem Tor, brauchen wir nicht. Aber mit der Absperrung war ja viel eher. Hier kannst du mir noch ein paar Meter rausholen nochmal. Und die ganzen Schwachmaten vom Hals halten. So. Ah, hier kann ich uns mal abkürzen können. Ja, du darfst so weiter rumfahren, du dämliche Karre. Oh, da vorne kommt eine ganz scharfe Kurve, ey. Fuck. Ah, hier ist oder so ein Sturm. Das heißt, wir haben da Frame-Einbrüche bei dem Sandsturm hier. Oh, das hätte jetzt zum Glück in Grenzen. Oh, wer fährt denn da? Die haben ja eine Eier zu sich gekriegt, wie ich bisher gekriegt. Ah, das war eine scheiß Idee. Aber ich bin noch Zweiter. Ah, das war eine A-B-Strecke. Das war eine A-B-Strecke. Ah, alles klar. Ist ja kein Rundkurs. Jetzt erkennt ihr, dass das da ohne Prozentsatz abläuft. Da hat gesagt, du geachtet. Hatte Zeit über nicht. So, ich hab's. Das war diesmal einfacher. Gut gemacht. Oh, Rock Canyon 2. Super. Du hast eine neue beste Zeit für diese Strecke eingefahren. Damit hätten wir das Turnier gewonnen. Super. In der nächsten Episode fahren wir das nächste, das wird Nummer 10 und danach geht's dann los mit den Polizeijagden im Ultimate-Modus. Ja.
Gut, dann würde ich mal sagen, wie immer, wenn es euch bisher gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ich da das Recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.